haben wir den ersten Club-Stammtisch im Bayerischen Landtag gegründet und wir durften dabei sein. Und man hat gesehen, es waren schon eine Vielzahl von Abgeordneten da, die sich da einfach dem Club mal verschrieben haben, die auch Flagge gezeigt hatten. Waren nicht nur Nürnberger, waren nicht nur von einer Partei, sondern überparteilich haben die sich alle zum Club bekannt und das hat uns natürlich sehr froh gestimmt. Ministerpräsident war dabei, der Landtagsvizepräsident war dabei. Und natürlich verschiedene Abgeordnete, verschiedene Parteien. Wir waren da ganz froh, dass wir auch ein bisschen Austausch hatten. Den Michael Wiesinger hatten wir natürlich dabei. Ist die ein oder andere Erinnerung hochgekommen als Spieler, als Trainer und jetzt natürlich auch großes Thema Nachwuchs. Aber alle haben sich irgendwie dahinter versammelt, dass der Club unterstützt werden muss und dass der Club es verdient hat, weiter oben zu spielen, als das jetzt ist. Und da hat jeder zugestimmt, dass wir jetzt unsere Strategie weiter verfolgen sollen und konsequent weiter so arbeiten sollten, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Wir treffen uns jetzt zweimal im Jahr, haben wir gesagt, immer in verschiedener Besetzung, bringen immer ein bisschen was mit, wird Kaffee getrunken oder Bier getrunken oder was auch immer. Man tauscht sich einfach mal aus, man zeigt ein bisschen die Nähe zwischen den Zeilen, spricht mal ein bisschen, bringt natürlich auch mal ein paar Themen mit, wo wir Unterstützung brauchen als 1. FC Nürnberg. Also ich glaube, das ist ein ganz schöner Austausch, den wir da haben und man merkt, jeder brennt dafür, dass der Club erfolgreich Fußball spielt.